habe ich nur Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist besser. Heute bin ich mit meinem Freund und Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riegel. Wir zeigen heute mal, dass Grünkohl auch mega gesund ist und auch anders zubereitet werden kann als nur mit Fett und schweren Zutaten. Eigentlich kommt das Zeug ja aus dem Süden und Hippokrates hat das schon als Heilmittel eingesetzt. Aber wir zeigen nochmal, was man da noch draus machen kann. Und du hast so viele bunte Sachen mitgebracht. Alles Grünkohl. Ich finde es super, ja genau. Grünkohl einmal so in der roten Form, dann hast du den Schwarzkohl, der auch damit dem verwandt ist. Und wir machen einen kleinen leckeren Salat. Und das Spannende daran ist einfach so, in Norddeutschland gibt es den Grünkohl im Winter, in anderen Ländern das ganze Jahr. Und was wir draus machen, das sehen Sie jetzt. Starten tun wir jetzt mit einem leckeren, leichten Salat und Grünkohl. Den kann man nämlich auch als Salat nehmen, aber nur die jungen Triebe. Ich mache ein bisschen Quitte dazu. Und was sagst du dazu? Ich finde, Salat ist völlig unterschätzt. Es gab ja vor kurzem, da gab es die sogenannte Salatlüge von einer großen Zeitschrift aufgebracht. Salat sei so gehaltvoll wie ein nasses Taschentuch. Oh. Und ja, das haben die wirklich verbreitet. Dabei ist das Gegenteil der Fall und ich finde auch ganz toll, dass du da auch neben dem Grünkohl natürlich auch Spinat reingetan hast, weil Spinat ist zusammen mit Feldsalat sozusagen das Königskind der Salate, weil die haben Spitzenwerte in Richtung Beta-Carotin, Kalium, Magnesium, Eisen auch. Und Folsäure, also alles andere als Taschentuch. Ne? Das ist natürlich hier so ein kleiner Luxussalat. Den habe ich schön auf dem Markt gekauft. Als ich ihn gesehen habe, musste ich ihn einfach mitnehmen. Das mit dem Beta-Carotin, das finde ich total spannend. Und beim Grünkohl habe ich das schon mal gesehen, wenn er so auf dem Feld steht und die Spitzen nachher, wenn er richtig reif ist, dann werden die so ein bisschen orange teilweise. Das sieht man auch so, dass die so ganz kleinen Tick nachher so ein bisschen diese Farbe kriegen. Ja, das Gesunde sieht man manchmal auch an der Farbe, da hast du völlig recht. Und noch etwas muss man zum Salat mal wirklich ehrenrettungshalber sagen. Wird ja immer gesagt, Nitrat, Spinat ist nitrathaltig und Nitrat kann in Nitrosamine umgewandelt werden und die können Krebs erregen. Aber wir wissen heute, dass Nitrat völlig neu bewertet wurde. Nitrat ist gesund für den Magen, senkt den Blutdruck. Und wenn man es als gesunde Pflanze isst, dann hemmt die Pflanze mit ihren zusätzlichen Stoffen die Umwandlung in krebserregende Nitrosamine, sodass unterm Strich ein Nitratgehalt für Erwachsene wirklich gesund ist. Und das liefert eben Spinat. Aber eine Frage habe ich da nämlich auch noch. Das heißt ja immer so, dass du abends kein Rohkost und Salat essen sollst. Ist das wirklich so, dass du den lieber tagsüber essen solltest und dann später was anderes isst und macht der Probleme in der Nacht? Das ist bei manchen so. Also das muss man selber ausprobieren. Manche vertragen Rohkost am Abend nicht so. Und die sollten das dann früher essen oder weniger Rohkost am Abend. Aber ich vertrage das gut, das merkt man sofort. Okay. Das kann tatsächlich den Schlaf beeinträchtigen, wenn man da empfindlich ist. Aber dann besser halt so Dinge weglassen wie Zwiebeln oder Paprika, die sind dann tatsächlich schlechter verträglich. Und eben lieber Tomaten, die sind meistens kein Problem. Okay, aber dann kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal gerne mir einen Gefallen tun und kannst schon mal loslegen und mir von 2 Zitronen und einer Orange so Abrieb machen. Ja. Am besten erst Abrieb, ich gebe dir den mal. So Abrieb, so ja, von einer Orange und den Rest so ein bisschen Saft machen. Ja. Und ich mache in der Zwischenzeit, habe jetzt schon mal eine Quitte genommen und habe die geschält und schneide die jetzt in Spalten. Quitten ist ja auch so ein, ich liebe Quitten, weil allein der Duft einer Quitte ist schon so herrlich. Quitten sind ja auch ein Heilmittel, ne? So ein ganz altes Heilmittel. Die Schleimstoffe da drin gelten als gesund. Na, mal sehen, was du daraus machst. Ich auf jeden Fall fange jetzt erstmal an, die Quitten so ein bisschen so, ein ganz bisschen Öl langsam zu braten, so ein bisschen zu machen, weil ich möchte so, ich finde ja Salat ganz schön, aber ich finde, man braucht auch immer irgendwie ein bisschen was, was so ein bisschen Dampf hat. Deswegen ruhig noch ein paar andere Zutaten dazu. Wenn die Quitten laufen, würde ich so ein bisschen Öl in die Pfanne geben und schon mal Kürbiskerne dazu, denn
Roh sind die auch sicherlich sehr, sehr gesund, aber wenn man die beim Salat hat, so ein bisschen so aufgeploppt, wenn die so ein bisschen diese Röstaromen haben, so ein bisschen Salz dran noch, so ein bisschen ganz kleinen Tick, dann ist das so lecker. Und auch wenn man es selbst macht, ja eigentlich auch ein gesunder Snack mal, ne? Kürbiskerne fördern mit Serotonin unser Glücksgefühl und eben Omega-3-Fettsäuren sind da drin und die sind wieder für unsere Blutfettwerte perfekt. Also von meiner Seite her gute Wahl. Wie lange röstest du sie? Na, ich röste die gar nicht so lange. Man muss halt aufpassen, dass sie nicht zu heiß werden, damit sie dann nicht braun werden. Deswegen ruhig ein bisschen rühren oder ein bisschen schütteln. Und es gibt dann auch immer gerne noch ein ganz klein bisschen Salz mit dazu. So ein bisschen grobes, flockiges vielleicht auch. Dann hat man immer, braucht man nicht ganz so viel. Und hat dann immer so dieses kleine Crunchen zwischendurch noch. Ich nehme jetzt mal die Kerne raus. Gebe die mal hier schon mal in die Schale. Wir können die ein bisschen abkühlen. Und dann finde ich halt ganz toll, das mag ich im Winter auch sehr, sehr gern, Maronen. Punkt A finde ich sie wirklich extrem lecker und man kann die wirklich sehr schön rösten. Ich habe mal gelesen, dass das Basischste, was man so in Form von Nüssen oder Kernen irgendwie so essen kann. Ich denke mal, dass das gerade so Anfang des Jahres vielleicht auch mal ganz gut tut, wenn man sich so ein bisschen reduziert. Ja, gut, dass du darauf hinweist, weil das, was du machst, ist auch eher eine basische Ernährung, also Gemüse. Pflanzenprodukte werden eher basisch verstoffwechselt im Gegensatz zu Brot oder Fleisch oder tierischen Produkten. Und diese basische Verstoffwechselung, diese tendenzielle basische Verstoffwechselung, die wirkt bei uns im Körper eher antientzündlich, also alternsverlangsamend und auch für viele Erkrankungen ist das gut, also für rheumatische Erkrankungen. Aber du hast ja sicherlich auch die geschmackliche Komponente dabei im Auge, ne? Ja, ich mag das so gern. Jetzt so bei dem Gericht finde ich gerade so, wenn wir Quitte nehmen, so, ist das Winterliche halt ganz schön. Ich gebe noch ein bisschen Apfelsaft so zur Quitte dazu, damit ich noch ein bisschen garen kann da drin. Und die Maronen, die möchte ich so einen ganz kleinen Hauch leicht karamellisiert haben. Deswegen noch ein bisschen Honig dazu. Was man auch da machen kann, überall so ein bisschen, wo Süße dran ist, so einen ganz kleinen Hauch Salz mit dran. Weil das einfach so nochmal das Ganze hebt. Ne? Das wird so schön knusprig. So, ich habe jetzt die Flamme ein bisschen runtergestellt bei den Maronen. Wird die auch schon mal rausnehmen. So, gehen wir die rein. Das ist so. Die Quitten sind natürlich schon ein bisschen sauer. Aber damit die noch so einen richtigen Kick kriegen, habe ich hier noch so einen schönen Apfelessig. Den gebe ich auch noch mit drauf. Und lasse das so ein bisschen einkochen. Probieren. So, und was jetzt noch fehlt, ist das Dressing. Wenn du Lust hast, könntest du mir vielleicht ein bisschen Ingwer schneiden. Und zwar beim Ingwer ist das super, die meisten Inhaltsstoffe sind ja sowieso direkt unter der Schale. Ja. Du kannst die jetzt einmal wegschneiden oder mit einem Löffel alles, was außen dran ist, ganz dünn abschaben. So, ich mache jetzt das Dressing. Ich habe ein bisschen Orangen-Zitronensaft reingegeben. Jetzt Olivenöl dazu. Salz ran. Anstatt Honig, damit wir nicht ganz so viel Süße haben, geben wir hier einfach ein bisschen Apfelsaft dazu. Man hat dann eben was Zuckriges, aber auch ein bisschen Säure und mehr Geschmack als bei Zucker. Ne? Definitiv. Also Zucker finde ich immer so, das schmeckt nach nichts. Manchmal braucht man ihn. Ja. Vielleicht, wenn Matthias wegguckt, gebe ich doch noch ein bisschen Honig dazu. Nur ein bisschen. Weil wenn man das jetzt hier so macht, das reicht vollkommen, damit das Dressing dann nachher auch am Salat hält. Für mich reicht das. Ingwer kann immer, finde ich, gar nicht genug drin sein. Zumindest auf gesundheitlicher dann Sicht. Hau rein. Anti-entzündlich? Ja. Mach. Oder übertreibt es das jetzt? Nö, mach. Eigentlich müsste man es fast täglich essen. Oh, schön. Wirkung gegen Krebs und Anti-Entzündlichkeit, das ist alles perfekt. Und macht auch die Nase frei. Da hast du recht. Also ich merke das gerade. Ja, macht die Nase frei. Und Ingwer-Tee wirkt sogar auch antibakteriell gegen bestimmte Keime. Ist gut bei Parodontitis. Und es wirkt direkt auf die Mundflora. Wenn man das mit Zitronensaft noch vermengt, dann wird die Wirkung noch potenziert.
Ingwer soll ja auch gegen Übelkeit ganz gut sein, oder? Ja, ist nachgewiesen. Es wird gegen Übelkeit gerade auf Schiffen häufig auch verwendet, das stimmt. Und es ist natürlich auch noch ein Schmerzmittel. Also es wirkt ähnlich wie eine milde Schmerzmedikation. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt, Dressing ist da, das habe ich alles geröstet, das haben wir da, das haben wir da, die Quitten sind auch soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal einen Teller fertig und dann kannst du sagen, ob es lecker ist. Mhm. Das war schon mal super und für mich war es auch eine Premiere. Grünkohl roh im Salat, das hatte ich bisher noch nicht. Endlich? Nee. Geht aber, ne? Ja, war super lecker. Sehr schön. Jetzt geht's weiter, ne? Mit richtigen Grünkohl. Ich meine, ja. Traditioneller, wie man es kennt. Ja, genau. Jetzt machen wir Grünkohl warm, aber so richtig traditionell ist das auch nicht. Wir machen ein bisschen Grünkohl-Curry. Ich gebe dir einfach mal ein bisschen Grünkohl, denn das ist jetzt so, wenn man den Grünkohl jetzt so kurz gart. Also beim klassischen Grünkohl kommt das hier alles irgendwie mit rein und weil das so lange kocht und weich geschmort wird. Und das machen wir jetzt nicht, weil wir haben auch eine kurze warme Zubereitungszeit. Deswegen kannst du mal so ein bisschen den Strunk so abzupfen, dass du dann nachher den Strunk aus der Mitte raus hast, das Stück. Und dann legst du das einfach so in so eine Schale rein. Kannst auch ein bisschen klein rupfen. Und ich würde schon mal anfangen, so ein bisschen Gemüse in die Pfanne zu bringen. Ich habe hier so ein paar große Zwiebeln, die gebe ich mit rein. Knoblauch auch, den mache ich auch echt nur so gedrittelt. Und Grünkohl ist zwar ein heimisches Gemüse, was wir hier irgendwie von Kindesbeine auf kennen, aber der ist so vielseitig, da kann man so viele schöne Sachen mitmachen. Das jetzt muss nicht immer mit Speck oder mit Schweinebauch sein. Ne? Grünkohl mit Knoblauch und Curry, das kennen ja viele nicht, das ist mir für mich auch ungewohnt. Ich kenne eigentlich auch nur die klassische Variante. Ne? Ist ja auch lecker, ne? Ja. Es gibt ja auch die Kohlfahrten hier im Norden, ne? Also das ist ja jedes Jahr, wenn die Grünkohlzeit losgeht, ist ja richtiges Fest, ne? Ja, ja, ja. Für mich ist ja Grünkohl sowieso der Star unter den Kohlarten. Kohl ist sowieso etwas, was wir mehr essen sollten, weil der punktet in so vielen Bereichen. Also pflanzliches Eiweiß, fast 5% und ganz viele Ballaststoffe. Und was viele ja gar nicht mit so einem Grünkohl verbinden, der enthält auch Omega-3-Fettsäuren. Ernsthaft? Ja, damit ist der gut gegen Arterienverkalkung, gegen erhöhte Blutfette. Und dann ist alles drin. Also Vitamin A, B, C, E und eben auch noch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Und, was ich auch besonders gut finde, es ist wirklich auch lecker. Also das ist ja Medizin, die schmeckt. Also keine bittere Medizin, sondern wirklich lecker. Ja, schmeckt so gut. Ja, ich würde sagen, das lang. Oh, ja, sehr gut. Ach, was für Farben so, ne? Aber hier entwickelt sich auch schon ein bisschen was, würde ich sagen. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen Rübchengemüse genommen. Also das, was da ist. Karotte, Pastinake, wer Sellerie hat, nimmt Sellerie. Nur um so ein bisschen Grundstruktur in dieses Curry vom Grünkohl reinzubekommen. Schwitzt das mit Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch an. Und das, was du da gerade anmischst, ist ja auch nochmal ein Immunschutz. Und gerade im Winter brauchen wir eben genau diese Abwehrhilfe, damit der Körper uns ideal schützt vor Erregern. Ne? Und ja, Zwiebeln, Ingwer, immer dabei. Oh, ein ganz klein bisschen Apfelsaft ablöschen. Ja. Dann hast du schon mal ein bisschen Süße dran und das Gemüse gart dann ein bisschen schneller. Ja. Wenn ich das jetzt nur so machen würde, würde es vielleicht zu viel Röststoffe schon annehmen. Das soll es gar nicht. Jetzt einfach ein ganz klein bisschen was ran schon mal. Dann wegkochen lassen und wenn es wieder anfängt zu schwitzen, dann ist das richtig, richtig gut. Willst du da nicht nur Süße reinbringen, sondern auch ein bisschen Säure? Apfelsaft hat ja auch ein bisschen Säure. Ja, oder Säure auch. Säure auch. Säure ist bei mir beim Curry ganz, ganz wichtig. Auch ein bisschen Süße, weil ich habe ja noch ein bisschen was von den Orangen und Zitronen von vorhin über. Abrieb habe ich auch noch. Das geht alles mit rein. So, jetzt. Das ist großartig. So, Chili würde ich mal übernehmen. Nicht, dass du dir nachher noch in die Augen reibst und dann... Scharf magst du, aber nicht so mega scharf, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Obwohl ich... Also ich mag dann lieber die Chili, die nicht so scharf sind und dafür mehr. Und ich finde tatsächlich,
aromatischer sind fast diese scharfen, nur du kannst halt nicht so viel nehmen. Mhm. Du musst halt so eine gewisse Härte entwickeln, um den ganzen Geschmack zu haben. So, ne? Ja, die geht mir noch ein bisschen ab. Und das Schöne ist, die kannst du natürlich auch selber trocknen. Ja. Und dir dann ein eigenes Chili-Pulver davon machen. Und dann kannst du es natürlich sehr, sehr fein dosieren. Ja. Jetzt gibt es bei mir Curry-Pulver dazu. Man kann natürlich auch eine Curry-Paste nehmen. Wir haben aber dafür so ein bisschen Chili dran gemacht. Die Curry-Pasten sind meistens sehr, sehr scharf. Finde ich super lecker. Aber gerade wenn ich jetzt schon Chili dran habe, dann wird mir das reichen, wenn ich einfach ein schönes, würziges Curry-Pulver nehme. Und zum Aktivieren so des ganzen Geschmacks schön anschwitzen, nur nicht zu sehr. Weil wenn du zu lange, dann werden da Bitterstoffe nach wieder frei und dann schmeckt das einfach nicht mehr lecker. Damit das Gemüse auch so ein bisschen Grundgeschmack hat, gleich schon ein bisschen Salz mit dran. Grünkohl mit dazu, auch ein bisschen anschwitzen, können wir noch ganz klein bisschen Öl dazu geben. Der Grünkohl kocht ja klassischerweise immer ziemlich lange. Und wie lange machst du das hier, dass du den so... Ja, normalerweise ist das ja so, dass der wirklich richtig schön weich geschmort wird. Ja. Ich gehe jetzt so ein bisschen dazu über, dass ich den langsam gare. Das ist jetzt Brühe, oder? Das ist jetzt ein bisschen Brühe, aber der darf auch ruhig Biss haben. Ja. Das ist ja so auch so Spinat und solche Gemüse, so Blattgemüse. Ja. Finde ich einfach auch schön, wenn die ein bisschen ja. Struktur haben. Das, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir so ein bisschen die Strunken auch wirklich rausnehmen. Dadurch wird es jetzt halt auch ein bisschen weicher. Kokosöl ist das oder Kokosfett? Ich habe jetzt ein bisschen Kokosmilch genommen. Ja. Die ist so ein bisschen dicker, weil das halt so eine richtig gute, hochwertige ist. Lass das jetzt so ein bisschen schmoren. Für mich gibt es einen ganz kleinen Hauch Sojasauce dran. Wer das nicht mag, nimmt halt ein bisschen mehr Salz. Ich finde, so ein bisschen zu versuchen, auf Salz zu verzichten. Und zum Würzen so ein ganz klein bisschen, so meine kleine Zaubergewürzpaste. Das ist eine Miso-Paste. Das kennen viele vielleicht gar nicht aus der japanischen Küche. Das ist ja eigentlich so eine asiatische Würzpaste. Aber das Lustige ist, die kommt aus Deutschland hier. Diese? Ja. Ja. Naja, es gibt in Deutschland auch so einen Produzenten, der macht das tatsächlich hier. Aus Soja, ne? Soja-Eiweiß. Soja, drin, ne? Mhm. Macht aber auch aus Lupinen, wird es auch gemacht ja, teilweise. Ja. Und das ist so, du sparst dadurch natürlich so ein bisschen die Salzung auch. Ja. Und es ist ein ganz schönes, ein fermentiertes Produkt, was natürlich auch das Ganze so ein bisschen gesünder macht und bekömmlicher. Ne? Genau, ursprünglich haben das ja die Chinesen erfunden, so im Mittelalter, das Fermentieren von Soja. Und wir wissen ja heute, dass gerade fermentierte Produkte durch so Milchsäurebakterien erst richtig darmgesund werden. Deshalb ist Miso, pflanzliches Eiweiß, fermentiert. Also auch eine super gesunde Sache sogar auch jetzt. Du machst es aber aus geschmacklichen Gründen da rein, ne? Ich find's super lecker. Klar, Gesundheit immer ein bisschen mit im Auge behalten. Aber natürlich auch wichtig ist erstmal, wenn es nicht schmeckt, kann es noch so gesund sein, weil dann isst es keiner. Dann hast du nichts davon, dass es gesund ist. Ja. So, ich gebe jetzt ein bisschen von deinem Zitronen-Orangensaft rein. Und dann würde ich schon mal so ein bisschen anfangen, mal einmal umrühren. Dann den Grünkohl hast du da jetzt nur ein paar Minuten drin gehabt, ne? Ja, der wird jetzt schon weich. Ich mache noch einen ganz kleinen Tick Honig und ein bisschen Apfelsaft rein. Ein bisschen was von deinem Abrieb. Deine Gemüse, ja muss man ja fast sagen, asiatische Gemüsepfanne, ne, ist auch ein richtiger Blutdrucksenker, fällt mir gerade auf, weil das, was du da alles drin hast, ist sehr kaliumreich. Mhm. Und der Grünkohl bringt nochmal sekundäre Pflanzenstoffe mit dazu. Und das alles zusammen senkt den Blutdruck richtig effektiv. Also das ist eben den Omega-3-Fettsäuren wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass das gut ist gegen Arterienverkalkung. Pilze findest du auch gut? Also Pilze finde ich einfach gut wegen des hohen Fasergehalts. Auch sind einer der wenigen Vitamin-D-Träger. Davon haben wir ja auch immer nie genug. Und pflanzliches Eiweiß 5% und viele Fasern. Also Ballaststoffe perfekt. Die Pilze sind immer irgendwie auch fleischig, finde ich. So ein bisschen Fleischersatz, ne? Ja, finde ich. Und was ich einfach finde, sind natürliche Geschmacksverstärker. Die sind so, wenn du so Pilze reinhaust, das hebt nochmal den Geschmack eine ganze Ecke an und dadurch wird es einfach noch richtig schön. Ich will ja auch, dass man zu Hause das nachkocht, deswegen keine Angst, das ist ganz unkompliziert.
ich mache das jetzt nicht so, dass ich die Pilze jetzt separat anbrate, sondern ich gebe die wirklich direkt so ins Curry mit rein. Einfach nur einmal vorher geputzt, unten den Strunk ab, dann rein. Tarek, du tust ja zum Schluss jetzt noch diese asiatischen Zuchtpilze da mit rein. Die tust du da jetzt erst rein, weil sie filigraner sind, ne? Ja, genau. Weil sie so ein bisschen jetzt kommen noch diese asiatischen rein. Das sind so Braunkappen hier, so kleine asiatische. Die sind mit drin. Die brauchen wirklich nur einmal kurz durchziehen. Und dann habe ich eigentlich ein sehr ausgewogenes, kleines, schnell gekochtes Curry. Und dadurch, dass wir so viel Gemüse drin haben, brauchen wir gar nicht mehr irgendwie wirklich groß was dazu zu geben. Und hast ein leichtes Currygericht. Meinst du, magst das? Ich bin neugierig zumindest. Das okay. Das ist eigentlich ein Currygericht und eigentlich gar kein klassisches Grünkohlgericht, ne? Nö, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Denn ich mache dir jetzt einfach mal so ein Tellerchen fertig. Und dann kannst du mal sagen, wie du mein schnelles Curry findest. So, jetzt können auch alle Fleischliebhaber wach werden, weil nach dem Vegetarischen machen wir jetzt mal was mit Fleisch. Ich nehme Ente. Ente ist ja immer so ein bisschen so Vorurteil, fett und ungesund, so gerade nach der Weihnachtszeit. Aber so ein bisschen Fleisch brauchen wir doch ab und zu auch mal, oder? Ja, es entflammt ja eine geradezu religiöse Diskussion um Pro-Fleisch und die einen essen ohne Ende und die anderen wollen das überhaupt nicht. Und wir brauchen leider einige Stoffe von tierischen Produkten, es muss nicht immer Fleisch sein, aber B12, das ist schon wichtig für uns, auch für die Nerven, für alles, für die Blutbildung. Wir brauchen es. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen. Und dann kann man ja auch auf die Qualität achten. Was hast du jetzt für eine Ente genommen? Also ich habe jetzt hier von der regionalen Ente die Keulen genommen, weil das ist so, erstmal ist es simpel zuzubereiten. Ich kann nachher auch super gut das Fett, was außen drumherum ist, abnehmen. Weil ich habe es jetzt so mit Olivenöl, bisschen Salz, bisschen Sternanis, Zimt und Knoblauch mariniert. Und so geht das jetzt so bei ca. 160 Grad einfach so, zack, ab in den Ofen. Rein damit. Die Ente hat ohnehin schon ein wesentlich besseres Fettverhältnis als die Gans. Die Gans hat ja fast 25% Fett, die Ente nur so 17, 18. Zwar mehr als das Hühnchen, aber es ist nicht ganz so fett. Und ich finde Gans auch, die Saison ist ja vorbei, aber ich finde Gans ist mir auch echt zu fett. Ich habe dir schon mal ein paar Äppel hingelegt. Ne? Was soll ich damit machen? Ja, schälen, fiddeln und dann achteln. Also so Kerne raus, einfach so schöne Spalten schneiden. So, ich lasse mal ein bisschen die Zwiebeln angehen hier und schnapp mir schon mal den Kürbis. Ich habe hier so einen kleinen Hokkaido-Kürbis. Ich hülle den mal so ein bisschen aus. Kürbis ist ja auch eine super Empfehlung, weil sehr, sehr ballaststoffreich und auch sehr vitaminreich. Und was viele Menschen gar nicht wissen, der Kürbis, genau wie der Grünkohl, sind total reich an Kalzium. Und das ist für die Knochengesundheit natürlich total super. So, der geht jetzt auch in die Pfanne. So, den drehe ich ein bisschen runter. Und nehme jetzt den Grünkohl. Der ist schon so grob vorgezupft, der Strunk ist raus. Weil sonst müsste ich den noch ein bisschen rausschneiden. Und gehe so mit dem Messer jetzt einmal so ein bisschen so quer rüber. So. Gebe das zu den Zwiebeln zu. So, gebe gleich ein klein bisschen Salz ran. Und wie lange machst du den jetzt in der Pfanne? Also jetzt erstmal ein paar Minütchen, bis er so zusammenfällt. Ja. Apfel hast du fertig? Die Äpfel, ja. Was ich total faszinierend bei den Äpfeln finde, ist, dass der sekundäre Pflanzenstoff, die Flavonoide, dass die helfen können, die Lungenfunktion zu verbessern. Und das ist insbesondere für Menschen mit Asthma oder aber auch Sportler total wichtig, weil es ist richtig nachweisbar und messbar. Und das ist sozusagen natürliches Doping. Ne? Oh, musst aber aufpassen, dass du, wenn du getestet wirst, nicht, dass da irgendeiner sagt so, oh, du hast ja drei Äpfel gegessen. Ne? Wenn nächstes Jahr der Apfel auf der Dopingliste steht, wissen wir Bescheid. Ich habe hier schon mal die
Keulen, die ich schon vorbereitet habe. So sieht das denn aus, wenn es aus dem Ofen kommt, idealerweise. Guck, und dann kannst du hier oben die Haut abnehmen und versuchen nur das Fleisch ohne das Fett. Das Fett kannst du so ein bisschen separat legen und das Fleisch da in dieses Töpfchen rein schupfen. So, ich gebe nochmal einen ganz kleinen Schnack Brühe dazu. Nur so ein bisschen, beim Grünkohl auch ein bisschen. Also erstmal nur die Haut abmachen, ne? Genau, Haut abmachen und das Fleisch, was an den Knochen ist, ruhig auch abzupfen und zur Seite legen. Ein bisschen Salz schon mal an den Kürbis. So, an den Grünkohl jetzt ein ganz klein bisschen Honig schon mal rangeben. Eins, zwei. So, Salz ein bisschen mehr. Dann lösche ich mit ein bisschen Apfelessig ab. Meine Güte, das ist ja... Da ist ja nichts übrig geblieben, ne? Nee, Viertel, ich habe gesagt, ne? Da ist maximal ein Viertel von da. Ja. Hab jetzt noch ein bisschen Pfeffer, hab die Ente zum Grünkohl dazu gegeben, gebe jetzt die Äpfel, die brauchen auch nicht wirklich lange, gebe die Äpfel jetzt zum Kürbis dazu, zieh das noch einmal schnell hoch. So. So, ich schwenke das an. Ich gebe jetzt ein ganz klein bisschen Majoran dazu und so ein bisschen Chili-Paprika-Gewürz. So. Und lass das jetzt ganz kurz angehen. Ich würde sagen, wenn der Apfel jetzt noch ein, zwei Minütchen, so ein bisschen. Und das machst du als Topping dann oben drauf? Oder? Genau. Ja. Das ist so, jetzt sind keine Kartoffeln dabei, aber wir haben den Kürbis ein bisschen zur Sättigung. Mhm. Wir haben ein bisschen Apfel als Frucht, weil der Grünkohl wirklich ganz, ganz toll passt, wenn du ein bisschen was Fruchtiges dazu hast. So, das ist ganz, ganz lecker. Die Ente. Und so, jetzt hast du eigentlich ein ziemlich ausgewogenes Gericht. Das ist fast ein Low-Carb-Gericht. Ne? Was ist also für jemanden, der Probleme mit dem Gewicht hat, unbedingt eine Empfehlung. Oh, das sieht schon richtig gut aus. Oder? Was sagst du dazu? Sieht lecker aus, ja. Oh, super. Also ich würde sagen, haben wir heute mal wieder ein bisschen gezeigt, dass man Grünkohl auch anders machen kann und unbedingt ausprobieren, weil das ist wirklich lecker. Steht total auf klassische Gerichte. Grünkohl klassisch ist mega lecker. Aber wir haben hier mal ein paar Alternativen gezeigt, wie es auch leicht und gesund geht und was Grünkohl alles so kann, oder? Ja, und an den Grünkohlgerichten ist ja immer diese Wurst und der Kassler dabei. Das macht das ja so mega ungesund dabei. Und du hast hier wirklich was Leichtes, Leckeres und mega Gesundes gemacht. Also das hat mich überzeugt. Ja, hat sich. Hm? Also das ist sozusagen... Die ungesunde Variante mit Grünkohl und Kassler kann man mal essen. Das kannst du praktisch täglich essen, oder? Ja, also vom klassischen Grünkohl habe ich immer nur so ein Stückchen Wurst gegessen und ein kleines Stückchen Kassler. Das ist einfach viel zu viel Fleisch und viel zu viel Fett. Aber das kannst du das ganze Jahr über machen. So, aber ich habe jetzt noch mal Hunger. Wir essen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen was, oder? Ja. Wir probieren noch ein bisschen. Ja. Und wir sagen auf jeden Fall Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass die Grünkohlrezepte zu Hause gut ankommen. Gerne Fotos schicken. Ne? Wir sind empfänglich für sowas. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und alle gesund bleiben zu Hause. Guten Appetit. Dir auch. Okay.